Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Ja, ich tu mal hier ein bisschen früher reinstarten, weil ich glaube, hier ist einige Erklärung und Fragedigung nötig. Also erstens, mein Supporter ist Brand, weil der Herr kein Supporter spielen kann und unbedingt auf die Mid wollte, sich tausendfach drum gestritten hat, bis wir ihn endlich alle gesagt haben, soll die Fresse halten. Jetzt ist er mein Supporter als Brand. Ich bin begeistert. Das wird mega gut abgehen. Vor allen Dingen hat kein Supporter-Spells dabei. Das ist ein reiner Killstil-Spell. Und im Gegnerteam sieht es auch nicht besser aus. Wie ich sehe, ist die Rain Jungle. Lux wird Mitte sein. Pantheon wird Top sein. Draven und Teemo werden Bot sein. Also das wird ein Spiel vom Feinsten. Ich wollte eigentlich nur mal meine Tristana ausprobieren. Und ja, wir haben Tristana ja schon mal gespielt. Das war ein ganz gutes Game, 24-18, hab zwar mega gefeedet, war aber ganz lustig. Mit dem Wolke zusammen, wer sich erinnern kann, war eins der heftigsten Games, die ich hatte als Let's Play. Ich habe da schon wesentlich heftigere Games gehabt, aber im Let's Play war das, glaube ich, das Beste somit. Vom Kills her. Ja. Wie ich sehe, war der Draven letzte Season schon Silber 3. Das heißt, ich bin begeistert. Der wird mich platt machen wie eine Flunder. Dazu habe ich nicht mal einen richtigen Supporter. Während er noch Gift-Teemo hat. Oh mein Gott, das wird so ein Lose. Das sehe ich jetzt schon kommen. Checks wird es auch schwer haben gegen Pantheon, da Pantheon mit seiner Passive ja sein W blocken kann. Oder auch was auch immer er blocken möchte. Wayne wird es vielleicht im Jungle ein bisschen schwer haben gegen Kha'Zix. Und Lux gegen Katarina. Da bin ich mir unsicher, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube aber, dass Lux Katarinas Ulti dodgen kann mit ihrer Q. Bin mir aber nicht sicher. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. Also, wie gesagt, das wird jetzt ein sehr lustiges Spiel. Es müsste auch eigentlich losgehen, hier nach 100%. Start mal das ganze Späßchen mal hier. Ah ja, ich habe alle meine Konfis verloren. Das heißt, es wird auch davon nichts mehr geben. Dann gehen wir halt Wollt hier. ihr das Feuerwerk sehen? One last hit or KS and you go report. Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Ich will auf etwas Es sind momentan zwei Subs frei, Sejuani und ich glaube Trundle. Also das kann er mir nicht erzählen. Okay, GoBot. Gehen wir in Reichweite. Schau mal, dass die 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. It's a let's play. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? So. Ich hole mal den Busch hier einfach und dann gehe ich auf meine Lane. Und der Draven und die Lux auch schon. Okay, wir haben die Lux auf der Mitte. Auf der Bot. Die Vasallen sind erschienen. Weiß. Wird aber nichts mehr. Anlegen, zielen, Feuer! Erstes Blut. Jupp, das war das Dämlichste, was ich hier gesehen Ein habe. Gegner wurde getötet. Aber, oh. Na okay, Wollt gut. Ihr das Feuer dann, sehen? Aber erstes Blut ist trotzdem schlechter, von daher. Mein Last habe ich versaut, okay. So. Zweiter Last Hit.
Und komm schon. Jawohl. Und jawohl. Ich will auf etwas schießen. Und ich glaube, den habe ich auch bekommen. Das freut mich. Das gefällt mir jetzt schon. Und... Gehen wir in Reichweite. So. Das ist echt auch was wegen dem Draven. Das war das Deluxe Aggressivspiel, war mir irgendwie schon klar. Anlegen, zielen, Feuer! Das war jetzt nicht so gewollt. Ja, das ist ja mit dem Farmstil, war mir ebenfalls klar. Muss ich heute aber so ein bisschen Farm bekommen, ne? Was gar nicht so leicht ist bei solchen Dingen. Gehen wir in Reichweite! Okay, da haben wir wieder einen Kill gemacht. Ich lasse den Brand einfach mal spielen. Ich meine, es kriegt mich zwar ein bisschen auf, dass... er das macht, aber... Wenigstens hat dann einer von uns Kills, das ist ja auch okay. 2-1-0, ich habe jetzt 0-1. Schade, dass ich den ersten keinen Assist mehr bekommen habe. Und dann gehe ich auf den Blutdürster. Bleibt man gerade nicht übrig, deswegen nehme ich mal Tränke mit. Gehen wir in Reichweite. Ich spiele mal Supporter ein bisschen mäßig. Ich switch einfach auf Supporter so mit Dings. Mit Lustana. Oder zumindest kaufe ich mir ein Gold-Item, dass ich ein bisschen mehr Farm abbekomme, Geld abbekomme. Feuerwerk sehen? Was mach ich denn? Das. Buy Ord Money 2. Ja, keine Ahnung, wie alte Münze auf Englisch heißt in dem Spiel. Ein Verbündeter wurde getötet. Kauf auch altes Geld. Habe ich nicht mal in das Ding gekommen, das glaube ich aber auch nicht. Ein Verbündeter wurde getötet. Okay, und... Oh, komm schon! Ich will auf etwas schießen! Na komm schon, das wird jetzt was, oder? Ne, das ist das. Okay. Halte ich noch ein paar Sekunden durch? Boah. Ich will auf etwas schießen. Natürlich. Das war also typisch. Ja, da kam dann auch mal die andere Midlane. Hat... Gehen wir in Reichweite. Oh mein Gott, das ist ja gar nicht... Das ist ein Spiel, wieder mal. Ohne Mist, da freust du dich einfach nur nicht. Wo ist Brand? Brand ist jetzt da oben, oder was? Nee, das ist Katzigs. Wo ist Brand? Brand ist da unten. Ach so. Wollt ihr das Feuer? Na, so kann ich wenigstens ein bisschen farmen. Jetzt kommt er natürlich zurück. Ein Gegner verfällt in Damit ich ja keinen Farm bekomme, oder bleibt er? Er bleibt im Dschungel. Ich will auf etwas schießen. Ein Gegner wurde getötet. Zielen, Feuer! Da kommt Draven auf ihn zu. Komm doch her, komm doch her! Wow! Ein Gegner wurde getötet. Gehen wir in Reichweite! Ah.
Und go, 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 go. Sehr schön. So gefällt mir das. Ein Gegner wird zum Berserker. Und jetzt Form. Oh, Tristana lässt sich so schön farmen. Das ist ein Traum einfach nur. Und durch das Item kriege ich jetzt ein bisschen mehr Geld, das passt schon. Das ist ganz okay. Hauen wir noch ein bisschen auf den Tower drauf hier. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Drake wird gleich mega aggressiv abgehen. Habe ich so das Gefühl. Und so. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Und da. So und da. So. Und drauf, 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 drauf. Der stirbt. Nice. Okay, dann fahre ich weiter. Gehen wir in Reichweite. Wäre mega schön, wenn er mich jeden Farm wegnimmt. Aber okay, passt schon. Ja, durch. Also war das Level 4, das ist echt krass. Ein Gegner ist nicht aufzuhalten. Die Lux verteidigt das ganz gut alleine. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Ja gut, da wir eben so eine Konfi haben, dann gehen wir mal beide auf die Midlane. Stana kommt mit. Lux und Raven machen dann ein bisschen was. Ein Beschwörer hat das Spiel verlassen. Feuer! Da hat jemand das Spiel verlassen, okay. Er geht auf Teemo, wenn ich Glück habe, greift Teemo ihn an. Wollt ihr das Feuerwerk sehen? Ne, macht er nicht, dann farm ich hier also weiter. Ich will auf etwas schießen! Ein Verbündeter wurde getötet. Oh, das war, oh mein Gott. Tja, da habe ich auch keinen Mana mehr für meine Ulti gehabt, das war jetzt, perfekt abgepasst vom Gegner. Ich kann mir langsam mal das Schwert noch holen. Stupid Internet. Brand verteidigt den Tower in der Zeit. Es steht 1, 2, 3 für mich. Nur 1. Brand geht schon echt ab, kann man nichts anderes sagen. Da ist schon ordentlich Power dahinter. Ist schon ganz okay. Problem an der Sache ist natürlich, dass er, dass die AE-PCs auf unserer Lane gefeedet sind. Ich und Lux sind gleich und er und Dings ist gleich. Oder sogar drunter, kann auch sein. Ich bin eigentlich so Jungler, die auf die Lane kommen, um zu farmen. So, die können ruhig ihre mit da pushen. Ich hole mir jetzt hier... What? Kommt Luxi Fluxi an. For help me to team. Ich will auf etwas schießen. Das fängt's vorher auf. Er ist doch Jungler. Wie, er muss doch unten für ihn. Ganz ehrlich, wenn er so ein Squishy in die Leute reingeht, dann geht er rüber. Das jetzt so. Na gut. Wenn wir jetzt Spaß machen. Ich
Wenn es ihn dem... Schade. Er hat die Barrier genutzt, das ist auch nicht schlecht.